In der letzten Folge prügelten wir dem älteren Vampir seine ganzen Besitztümer aus seinen Taschen heraus. Außerdem konnten wir diverse Artefakte unter Lord Odins Fittischen dort entreißen und unseren Besitztümern hinzufügen. Außerdem befreiten wir uns mehr oder weniger von Freya. Und es gibt Leute, die beschweren sich, dass ich ihre Ogi-Technik nicht gezeigt habe. Aber dieses Mal schauen wir, ob wir einen weiteren Einherjahr unserer wahnsinnig großen Truppe bisher weiter zuführen können. Ein Pärchen stapft durch die Gassen, als sie am Wegesrand eine Blume entdeckte. Welch schöne Blume! Wisst ihr, wie sie genannt wird? Asaka, sträubst du dich so sehr, dagegen mitzukommen? Also ein Ablenkungsmanöver. Lord Belenus, gebt sie zurück! Ich mag Sklavenauktionen nicht. Zwingt mich nicht, dort mitzukommen und zuzusehen. Wir müssen es tun, Asaka. Mein Eheweib und Maria sind nicht mehr. Du kannst dich nicht alleine um das Anwesen kümmern. Derjenige, den ihr kauft, wird gut behandelt werden. Aber wenn ich an die Schicksale der anderen denke... Ich möchte nicht gehen. Aber ich brauche dich dafür, Asaka. Ich spreche ihre Sprache nicht. Deswegen brauche ich deine Hilfe, um einen guten Arbeiter auszuwählen. Ich kann es nicht! So eine Macht über das Leben eines anderen zu haben. Aber es reicht, um eine Blume zu pflücken. Oh. Was unterscheidet die Auswahl eines Dieners vom Pflücken einer Blume? Oh, wie süß, er steckt sie an den Kopfschmuck. Gepflückt zu werden, war das Schicksal dieser Blume. Schicksal? Das Schicksal ist unser von den Göttern vorherbestimmter Weg. So wie in jedem Spiel mit höherer Story und in einem Fantasy-Szenario. Bitte, vergebt mir. Sie tat mir einfach so leid. Ich werde ihren Unterhalt von meinem eigenen Lohn zahlen. Also bitte erlaubt ihr zu bleiben. Bitte, Vater. Ich verspreche euch, dass Maria und ich gut auf sie aufpassen werden. Nun gut. Sie untersteht nun deiner Verantwortung, Maria. Bilde sie aus. Bist du sicher, dass es eine gute Idee war, Maria? Es tut mir leid, junger Lord. Es ist in Ordnung. Kennst du ihren Namen? Ihr Name ist Asaka. Asaka? Das ist ein Name aus Yamato? Ja. Endlich sehen wir mal dein Gesicht. Der gruselige Mann ist weg, also weine nicht mehr. Und er hielt ihr eine Blume hin. Heute gibt es hier keine mehr. Und habt ihr den Mann ganz links erkannt? Gepflückt zu werden, war das Schicksal dieser Blume. Destiny? Was it Destiny that killed my wife and Maria? Was it Destiny that sent my friends and my father to die in a distant war? Is it the reason I am here now? The reason I met Asaka? Lord Belenus? Es
geht mir gut. Wir sollten nach Hause gehen. Ja, Lord Belenus. Ein Gespenst? So schnell bin ich nicht auf den Beinen, wenn ich gerade gepennt habe. Was für eine Art Wesen bist du? Nein, das kann nicht sein. Dein Heim. Es ist dem Fluch eines Vampires heimgefallen. Die junge Lady ist in Gefahr. Asaka? Scheint kein gutes Ende nehmen zu können für Menschen, die ihm nahestehen. Sie ist unseres, Lady Belisa. Dies ist das letzte Opfer. Unsere Übereinkunft ist nun erfüllt. Und sie starb. Asaka! Asaka! Bitte, könnte sie nicht retten. Es ist bereits zu spät. Niemand kann seinem Schicksal trotzen. Ihr sprecht vom Schicksal? Als ob solch Geschwätz mir die Last nehmen würde. Ich liebte sie. Es gibt noch einen Weg. Ich tue alles! Sprecht! Das Ritual der Seelenwanderung. Es bedeutet, wenn du es wahrhaftig wünschst, du mögest ihren Platz einnehmen. Aber du würdest an ihrer Stelle sterben. Ich war ein Gefangener der Umstände. Es gab nichts, was ich hätte sagen können. Und so gab er zwischen den Zeilen seine Einstimmung. Und Belenus starb. Doch was ist mit Asaka? Zing! Let us go. Die Kommode des Hausherrn, das... Das bedeutet mir nichts. Sind wir da nicht ein bisschen neugierig, Lenneth? Die Kräfte von Belisa. Menschenblut ist der Katalysator ihrer einfachen, aber verheerenden Kräfte. Lust, Leidenschaft und Eifersucht sind das Reich der dunklen Lady Belisa. Danke, liebe Entwickler! Danke, dass ihr hier so einen schönen Unterton mit reinbringt, einen Charakter erwähnt, der sonst nie wieder in diesem Spiel vorkommt. Tatsächlich. Ja, es ist zum Kotzen, es tut mir leid, liebe Leute. Sie referenzieren hier etwas, wo man denkt, wow, da könnte noch was im Busch sein. Interessant. Und dann passiert gar nichts. Ich wiederhole, es passiert gar nichts. Nein, ich sage es nicht, um eure Erwartungen runterzuschrauben. Es passiert mit Lady Belisa gar nichts mehr. Es ist so, als hätten die Entwickler hier irgendeinen Handlungsstrang einbauen wollen, aber sich am Ende entschieden, ach nee, dies machen wir jetzt nicht mehr. Warum auch immer, ich finde es echt sehr, sehr schade. Vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ich habe mich mal ein bisschen nachgeguckt. Was hier nicht weiter angesprochen wird, wozu es allerdings scheinbar eine Art Manga-Version gegeben hat, ist die... Man kann es vielleicht schon erahnen. Lord Belenus hatte während seiner jungen Jahre mehr oder weniger über Maria Asaka gekauft. Und sie befand sich mehr oder weniger in ihrer Obhut. Und er hatte sich auch schon recht früh in sie verliebt. Allerdings ließ es seinen Stand nicht zu, sie zu ehelichen. Und so hatte er unter den Aristokraten... Ihr wisst, wen ich meine. Ich kann das Wort irgendwie komisch aussprechen, wegen dem blöden R. Unter den Aristokraten
eine andere Frau geehelicht. Und zwar war die anscheinend wohl recht eifersüchtig geworden auf Asaka und hat einen Pakt mit einem Dämon gemacht oder ist einen Pakt mit einem Dämon eingegangen. Und das soll Lady Belisa gewesen sein. Und diesem Pakt ist die Ehefrau dann wohl auch zum Opfer gefallen. Eventuell hat es darüber auch Maria erwischt. Und ja, dann sind seine anderen Verwandten und Freunde, also sein Vater und Freunde, im Krieg gefallen. Und es ist dazu gekommen, dass er einen weiteren Sklaven kaufen wollte, weil sonst niemand mehr das Haus, sich um das Haus kümmern wollte. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde persönlich diese ganz, ganz kurze Geschichte vergleichsweise mit Arngrims, also es wird auch nie wieder so etwas so lang sein wie Arngrims Geschichte. Es gibt... Ja, ich will jetzt nicht sagen, nie wieder was. Aber das meiste ist doch relativ kurz, wie es jetzt beispielsweise die Geschichte von Lord Belenos gewesen ist. Wenn wir jetzt hier noch einmal einkehren. Asaka. Bekommen wir eine... Wie nennt sich das zum Deutschen? Gepresste Blume? Ihr wisst schon, die man zusammen in ein Buch legt. Das ist so eine getrocknete Blume. Trockenpflaumenblume. Ansonsten ist das Anwesen von Lord Belenos relativ leer. Jeder scheint oder schien sein Zimmer gewesen zu sein. Und wir haben keinen weiteren Zugriff auf das, was wir dort gefunden haben. Was Lenneth dort gefunden hat, das kann man, denke ich, erahnen. Also es gibt gewisse Sachen, die wisst ihr quasi jetzt schon, beziehungsweise erahnt ihr. Oh, da kann ich noch nicht mal rein. Die erahnt ihr jetzt schon. Aber da möchte ich jetzt weniger zu sagen. Ich möchte niemanden bestätigen oder sonst was. Ja, wir hatten hier einen der Männer in Schwarz gesehen und dementsprechend weiß man an dieser Stelle, oder ahnt man an dieser Stelle, aber ich kann sagen, man weiß an dieser Stelle, dass Platina damals von Sklavenhändlern gekauft werden sollte. Von wem sonst? Menschenhändler? Naja, ist im Prinzip ja das Gleiche. Ja, ansonsten ist der Ort hier furchtbar leer. Ihr seht, man kann gar nichts tun. Wie gesagt, das von Crime and Partner, LP, möchte ich mal sagen, was ich mir hier im Vorhinein angeguckt habe. Er ist gar nicht durch die Ortschaften gelaufen. Ich weiß nicht, ob es im Spiel quasi dort sonst, abgesehen von diesen kleineren Sachen, gar nichts zu entdecken gibt. Aber nun gut. Ansonsten erzählt mir doch bitte schön, ob euch, meine eher ruhigere Art und Weise bei diesen kleinen Story-Sequenzen irgendeiner Form zusagt. Weil manche sind von mir gewohnt, diese, diese Art. Ihr wisst, was ich meine. Quasi die nie die Klappe hält. Aber ich habe mir gedacht, dass bei diesen Sequenzen gerade, also ich finde die von Belenos finde ich richtig gut. Die nächste, die kommt nicht ganz so ganz, weil sie ein bisschen klischeehaft ist. So, was nicht klischeehaft ist, ist das, was sich gerade hier freigeschaltet hat, nämlich die Cave of Oblivion. Die Höhle der Vergessenheit. Man sagt, die Juwelen und Monster, die in dieser Höhle erschienen sind, gleichen sich niemals, wenn sich die Besuchszeiten ändern. Ich improvisiere ja gerade. Die Höhle ist ein natürliches Wunder. Der Neid der Abenteurer. Aber gebt hier extrem auf euch Acht. Die Monster und andere magische Wesen können hier extrem mächtig werden. Superfool! Und genau deswegen breche ich hier mal ganz kurz ab, mache einen Schnitt und speichere mal kurz. Beziehungsweise kann man ganz kurz hier auf das Item eingehen, was wir gefunden haben. Ich muss gerade mal gucken. Die zusammengepresste Blume, die getrocknete Blume, ist ein, ich glaube, Accessoire. Es gibt hier verschiedene Arten an Accessoires, deswegen ich werde jetzt da von der Terminologie her keinen Unterschied machen. Ansonsten muss ich mir ganz viele Dinge merken. Reduziert Giftschaden um 90%, was nicht verkehrt ist. So, ich werde jetzt, hoppala, kurz speichern. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wollen wir das noch machen, bevor wir dort den Juten-Valkyren-Gott einen Juten-Frauenmann sein lassen? Die Cave of Oblivion ist eine ganz besondere Höhle. Sie taucht in jedem Kapitel auf. Man kann sie überspringen, man muss sie nicht machen. Und sie ist gar sehr gefährlich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte vorher mal ein bisschen nachuntersuchen sollen. Die Höhle der Vergessenheit hat insgesamt, ich glaube, 4 verschiedene Layouts. Und ich weiß nicht, ob ihr jeweils
zweimal mit jedem Layout konfrontiert werden. Es gibt in manchen Layouts Schätze... Nein, da wollte ich nicht rein. Es gibt in manchen Layouts Schätze... Upsala! Es gibt in manchen Layouts Schätze, die sind immer da. Es gibt in manchen Layouts Schätze... Oder ziemlich in jedem Layout Schätze, die variieren. Also es sind Zufallsschätze. Sie können da sein, können nicht da sein. Ja! Und hier, ich kann diesen Kraken... kann ich nicht einfrieren. Und ich kann auch nicht drüber hinspringen. Und wenn ich versuchen würde, über ihn zu springen, würde ich in einen Kampf kommen und er würde mich umbringen. Ich kann auch nicht weglaufen vor ihm. Deswegen ist hier für mich finito. Ja, vielleicht noch was anderes. Das Spiel hier ist zu einem gewissen Teil random. Man hat in jedem Schwierigkeitsgrad, also auf hart, hat man immer das Gleiche. Man lernt die gleichen Charaktere kennen und so weiter und so fort. Aber es muss nicht zwingend in der gleichen Reihenfolge sein. Es gibt bestimmte... Okay, wir haben hier gar nichts gefunden. Ja, sie ist relativ kurz, diese Höhle. Und diese Gegner waren, wie gesagt, viel stärker, als ich es mir hätte leisten können. Und ich kann ja gleich mal meinen Speicherstand laden und noch in so einen Kampf reinschneiden, falls es euch interessiert. Ja! Ich mache nochmal kurz eine weitere Konzentrationsphase. Okay, die nächste Episode ist, glaube ich, noch kürzer als die von Belenis. Und wir haben gerade, wenn jemand das hier identifizieren kann, was im Hintergrund gesagt wurde, glaube ich, schon alles mitgekriegt, was relevant ist. Oh, weinende Kinder. Oh, ja. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, also, man begegnet im harten Schwierigkeitsgrad, und das gilt auch für die anderen, bekommt man alles, was man braucht, und es ist im Grunde immer das Gleiche, was man auch bekommt, aber nicht zwingend in der gleichen Reihenfolge. Also, manche Charaktere lernt man nicht in Kapitel X kennen, dafür in Kapitel Y, aber man bekommt sie. Und es ist auch irrelevant, was man in welcher Reihenfolge bekommt für das Ende, was man freispielt. Das kriegt man mit jedem Pfad, sag ich jetzt mal, den man bekommt, hin. So, doch... Was für einen tollen Charakter bekommen wir in der nächsten Folge von Let's Play Valkyrie Profile? Findet's heraus. Auf Wiedersehen. Ciao.